Hallo liebe Rangers, seid alle herzlich willkommen zu diesem digitalen Stammtreff. Heute wollen wir etwas ein bisschen anderes machen, aber zuerst wollen wir das Roger Ranger Versprechen aufsagen. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Roger Ranger Regel zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Jetzt übergebe ich die Leitung zu den anderen Rangers. Hallo liebe Rangers, willkommen zu unserem Stammtreff. Okay, heute möchten wir mal ein bisschen was anderes mit euch machen. Nämlich möchten wir ein Rogel Ranger Bibel Quiz machen. In diesem Quiz haben wir zwei Themen, die Rogel Rangers und die Bibel. Wie gut kenne ich die Rogel Rangers und wie gut kenne ich die Bibel? So, das wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Wir kriegen immer eine Frage gestellt und danach kriegen wir drei Optionen. Von diesen drei Optionen ist aber nur eine Option die richtige Antwort auf unsere Frage. Danach habt ihr 10 Sekunden Zeit, um euch eine von diesen drei Optionen auszusuchen. Und das ist dann eure Antwort. Wenn diese Zeit von 10 Sekunden einmal abgelaufen ist, werden wir euch die richtige Antwort zeigen. So, wollen wir mal gleich anfangen mit der ersten Frage. Wie lange glaubst du, gibt es schon die Royal Rangers bei uns in der Gemeinde? Was schuf Gott am vierten Tag? In welchem Vers steht die goldene Regel der Royal Rangers? Und welches war die sechste Plage in Ägypten? Nächste Frage. Welches ist der fünfte blaue Haken? Wer befahl seinen Mond, stillzustehen? Wie hießen die drei Söhne von Noah? Oh, wie viele Bücher hat die Bibel? Wie heißt der älteste Sohn von Jakob?
was für einen Baum stieg Zachäus? Bitte gib mir was. Ich bin der blinde Bettler für den Toten Jerichos. Weißt du, wie ich heiße? Hallo Kinder. Da wir uns nicht sehen können, werde ich euch versuchen, diese Geschichte mal so zu erzählen. Was ist eigentlich die Kirche? Manche Menschen glauben, es ist ein Gebäude, in dem wir Gott finden. Ich dachte damals, ich müsse in der Kirche sein, um zu Gott zu kommen. Gott ist da über der Kirche. Deshalb versuchen Christen, Menschen, die nicht in die Kirche kommen, die in der Dunkelheit leben, die draußen sind in der Dunkelheit, in die Kirche zu bringen, damit sie Gott finden. Wir wollen sie reinbringen. Kirche sind aber auch die Menschen. Diese, die hier drinnen sind. Manchmal glauben wir, dass wir in die Kirche gehen müssen, um in den Himmel zu kommen. Um zu Gott zu gehen. Und wir merken aber auch, dass es draußen viele Menschen sind, die in der Dunkelheit leben. Diese Menschen dürfen wir einladen, in die Kirche zu kommen. Wir wollen so viele Leute wie möglich in die Kirche reinbringen. Aber was ist, wenn wir mal andersrum denken? Wir Christen können ja auch aus der Kirche rausgehen, zu den Menschen, und Licht und Liebe in die Dunkelheit der Welt reinbringen. Gott hat Jesus auf diese Erde geschickt, damit er unter uns Menschen lebt. Auch gerade für die Menschen, die nicht in die Kirche kommen. Wenn wir über das Leben von Jesus lesen, merken wir, dass er viel gereist ist, von einem Platz zum anderen. Er ist niemals nur in der Kirche gewesen. Er hat zu vielen Menschen am See gesprochen und hat an der Straße Menschen gesund gemacht. Er hat, wo immer er war, über Gottes Liebe und von dem Himmel erzählt. Als Jesus auf die Welt kam, haben auch wir Menschen die Aufgabe gekriegt, andere Menschen zu Gott zu führen. Gottes Geist lebt in uns drinnen. Deshalb können wir andere Menschen von Gott und Jesus erzählen. Wir können zum Beispiel zu unseren Nachbarn gehen oder zu unseren Freunden über Gott sprechen. Jesus hat Jesus damals gemacht und dasselbe machen heute viele Missionare. Die Missionare sind Menschen, die gehen raus aus der Kirche. Und sehr oft gehen sie sehr weit weg von zu Hause, um Gottes Licht und Liebe in die Welt zu bringen. Zum Beispiel gab es vor langer Zeit einen Jungen, der Rolf hieß. Dies hier ist der Rolf. Rolf ging gerne in die Schule. Und einmal musste Rolf ein Bild für seine Lehrerin malen, in dem er zeigte, was er nochmal werden wollte. Rolf malte einen Missionar. Als die Lehrerin, diese Tante hier, das Bild sah, fragte sie Rolf, was das Bild darstellen sollte. Die Lehrerin kannte Gott nicht. Rolf erklärte ihr, dass er nach Afrika reisen wollte, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen und das Licht und Liebe Gottes in die Welt zu bringen. Seine Lehrerin verstand noch nicht so richtig, warum Rolf nicht lieber ein Polizist werden wollte oder vielleicht ein Fußballspieler. Als es zur Pause klingelte, blieb Rolf bei seiner Lehrerin und erklärte ihr von Gott, und dass er seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat, damit alle Menschen in den Himmel kommen können und nochmal bei Gott wohnen kann, oben in den Himmel. Wir können von dieser Geschichte lernen, dass wir nicht nur in der Kirche sein brauchen, um von Gott zu erzählen. Wir können auch, so wie Rolf, seine Lehrerin über Gott erzählt hat, Menschen von Gottes Liebe erzählen. Also Rolf hat das Licht in das Leben von seiner Lehrerin gebracht. Die Kirche ist wichtig, weil wir zusammenkommen wollen als Christen, um dort zu beten, über Gottes Wort zu hören, Gott mit Liedern anzubeten, Freunde zu treffen und so weiter.
Aber in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen dürfen, können wir irgendwo eine Kirche sein. Meine Kirche zum Beispiel ist mein Haus. Da kann ich beten, Bibel lesen, Musik hören, Gott anbeten und so weiter. In dieser Woche können wir zum Beispiel ein Licht oder eine Freude in die Welt bringen, indem wir unserer Mama beim Putzen oder Kochen helfen oder sogar eine Überraschung machen. Ihr könnt euren Nachbarn grüßen, einfach euren Eltern gehorchen oder sogar beim Beten können wir Missionare sein und anderen Menschen helfen. Wichtig ist das, dass wir verstehen, dass wir irgendwo eine Kirche sein können und dass jeder einzelne von uns die Kirche ist. Also das war's dann, Kinder. Viel Spaß, Mut und Kraft für diese Woche in der Schule. Und lasst uns noch zum Abschluss beten. Danke, lieber Vater, dass du uns jeden Tag zeigst, dass du bei uns bist, dass du uns nicht allein lässt, dass wir jeden Tag Hoffnung haben dürfen. Und ich bitte dir jetzt für jeden einzelnes Kind, für seine Familie, dass du sie segnest und weiterhin führst in dieser Woche und in dieser Quarantäne und über das ganze Jahr, Gott. In deinem Namen. Amen.